Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Weghoff, ich bin der Mediurs. Wir müssen uns um Notfallvorsorge kümmern und uns um Notfallvorsorge unterhalten, ausgegebenem Anlasser. Denn ich denke, wir leben in relativ bekloppten Zeiten und es gibt da was, was ihr wissen solltet. So, was ist das, was ihr wissen solltet? Wo fange ich an? Der ein oder andere hat es von euch mitgekriegt. Ich bin live dabei gewesen, als vor 2 Wochen in Frankreich für mehrere Stunden 6 Flughäfen in Frankreich wegen Terrorverdacht gesperrt waren. Es hatte auch hier mehrere Terrorwarnungen gegeben. Waren das unbedingt Trittbrettfahrer? Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch so schnell nicht wissen und auch so schnell nicht rausfinden. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns da etwas konfrontiert. Und ich habe so den blöden Verdacht, dass das unsere neue Normalität wird. Finde ich das gut? Nein. Ich muss ehrlich gestehen, wenn ich mal so die letzten 25 Jahre zurückgucke und wenn ich mal so ganz grob an mir runtergucke, Kraft meiner 50 Lenze kann ich das ganz gut, dann hat es uns sehr, sehr lange auch sehr, sehr gut gegangen. Und da haben wir auch sehr, sehr viel Bequemlichkeit gehabt. Und wir haben, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben auch sehr, sehr viel Glück gehabt. Kann man sich auf dieses Glück unbedingt verlassen? Nein. Denn in Frankreich gab es Anschläge, große Anschläge. Es gab in England Anschläge. Und es gab viele, viele Situationen um Deutschland herum, die wirklich richtig ätzend waren. Und so komisch es klingt, ich fürchte, mit dieser Ruhe für uns hier in diesem unserem Land wird es wahrscheinlich über Jahre und eventuell sogar über Jahrzehnte vorbei sein. Denn das, was im Moment gerade so global passiert, das wird uns alle in irgendeiner Art und Weise verändern. So ähnlich wie damals mit dem Anschlag auf die Twin Towers, der letzten Endes die gesamte westliche Welt einmal auf links gedreht und ausgeklopft hat. Und ich glaube, sowas Ähnliches passiert auch im Moment gerade. Nochmal, finde ich das witzig? Nein, natürlich nicht. Und die Frage ist ganz einfach, wie wir jetzt damit umgehen. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Und die eine ist, sich verkriechen und irgendwie auf besseres Wetter und sowas in der Art zu hoffen. Oder das Beste aus der Situation zu machen, die wir haben. Und wir haben keine andere Situation. Und wir werden so schnell auch keine andere Situation kriegen. Macht es da nicht mehr Sinn, wenn wir dann tatsächlich das Beste aus dem machen, was wir haben? Und sagen wir mal ehrlich, uns geht es eigentlich gar nicht so richtig schlecht. Die meisten von uns haben ein Dach über dem Kopf, die meisten von uns haben was zu essen auf dem Tisch. Und so einigermaßen gesund sind die meisten von uns auch. Ich bin in der letzten Zeit immer wieder gefragt worden zum Thema EDC, also Everyday Carry. Und da komme ich nachher nochmal ein bisschen genauer drauf. Zum Thema Everyday Carry, also was ich täglich am Mann, an der Persönlichkeit, wie auch immer habe. Zu dem Thema Reise, was ich auf Reisen standardmäßig mitnehme, was ich in der Kabine mitnehme und was nicht. Auch dazu werde ich irgendwann noch kommen. Ich weiß nicht, ob wir das in diesem Video verwurstet kriegen. Ich glaube eher nicht. Und ich werde euch auch erklären, was ich warum an meinem ehrenwerten Körperchen habe. Denn auch das ist nicht so unbedingt jedermanns Sache. Das kann nicht jeder, das will nicht jeder. Da kann ich mit leben. Das ist eure Entscheidung. Aber das, was für mich in den letzten 20 Jahren, über 20 Jahren, gut funktioniert hat und was wirklich für mich wirkt und funktioniert hat, das kann eventuell auch sinnvoll für euch sein. Und ich glaube, es gibt Schlimmeres. Gut, neue Normalität. Was heißt das? Das heißt, dass wir noch mehr auf uns selbst und auf die Leute um uns herum achten sollen. Und gerade auf diejenigen, die uns nahestehen. Eigene Familie, eigener Freundeskreis und so weiter und so fort. Denn ich erlebe auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass es immer mehr Leute gibt, die mich dann mit großen, runden Augen angucken und sagen, ich habe früher nie was mit Notfallvorsorge anfangen können. Ich habe nie was damit zu tun gehabt. Aber so langsam beginne ich zu verstehen, was du meinst. So, das war also erstmal das Geschwafel vorweg.
Wie angedroht, Thema EDC. Everyday Carry. So, Gemeinde. Also, EDC. Ich pack mal aus. Portemonnaie. Nichts Spektakuläres, nichts wirklich Gravierendes, ein paar Karten, ein paar Visitenkarten, Kleingeld irgendwo in der Hosentasche, solange mich meine Frauen gerade nicht irgendwie ausgeräumt haben. Das Smartphone meines Vertrauens, in dem Fall ein iPhone 13 Pro. Und in meiner linken Oberschenkeltasche befinden sich eine Wound Stop Care One, Traumabandage meines Vertrauens. Des Weiteren wohnt ein CAT, Combat Application Tourniquet, siebte Generation in Orange in meiner Oberschenkeltasche. Es wohnt eine Rettungsdecke in meiner linken Oberschenkeltasche. Der Haustürschlüssel des Vertrauens. Ein Multitool, wenn ich dieses Multitool nicht in der Hosentasche habe, dann habe ich das Schwarzoffiziersmesser, mein Schwarzoffiziersmesser des Vertrauens in der Hosentasche. Und das Ganze schon sehr, sehr lange, seit sehr, sehr vielen Jahren. Und das aus gutem Grund, wie ich finde. Das ist also weiter eigentlich gar nicht so richtig spektakulär. Portemonnaie. Brauchen wir nicht drüber verhandeln, ist nicht weiter spektakulär. Schlüssel nicht. Das Smartphone des Vertrauens, in dem Fall wie gesagt das iPhone 13 Pro. Das iPhone 13 Pro hat im Grunde den Hintergrund, das ist im Grunde die Kamera, die ich ständig am Mann habe. Es ist aber auch im Grunde, wenn man so will, der zweite Kopf. Es ist für Projekte, für Projektmanagement. Es ist mein Kalender drin, also das Ding ist im Grunde wirklich mein zweiter Kopf. Warum habe ich dieses Erste-Hilfe-Geraffel dabei? Auch das ist relativ einfach und das hat ganz einfach den Hintergrund, dass ich mehrfach in Situationen gestanden habe, wo ich entsprechendes Material gebraucht habe und benutzt habe und anwenden musste. Und da war es dann also mit einem normalen Pflaster-Set nicht mehr getan. Sondern da ging es dann tatsächlich um entweder ein Verbandpäckchen. Ich persönlich halte von dem DIN-Verbandpäckchen nicht allzu wirklich viel. Das ist auch nur meine ganz eigene Feile im Kopf. Das muss letzten Endes jeder wissen, wie er lustig ist. Das ist das, was sich für mich bewährt hat. Was ich ebenfalls am Mann habe, ist Licht. Und das könnt ihr halt zum Beispiel auch im gegebenenfalls auch bei Tageslicht zur Selbstverteidigung nehmen. Leuchten, schlagen, leuchten, schlagen, leuchten, schlagen, leuchten, schlagen. Ja, klingt unsachlich, weiß ich. Aber letzten Endes, das ist schon richtig hell. Oder? Welches Fabrikat müsst ihr für euch tatsächlich selber rausfinden, feststellen. Man kann da unendlich viel Kohle für ausgeben. Man kann sich auch genauso gut einen dreckigen Holzflock ins Auge rammen. Letzten Endes soll es einigermaßen stabil sein. Es soll Licht machen und das, was hier bei der hier der ganz große Vorteil ist, ich kann darüber gegebenenfalls sogar das Handy laden, wenn ich denn ein entsprechendes Kabel mit habe. Das solltet ihr auch spätestens irgendwo im Rucksack dabei haben. Aber zu dem Thema EDC-Rucksack kasper ich mich ein andermal aus. So, Kinders, ich würde sagen, für den Erstangriff für heute lassen wir das soweit. Und im nächsten Video kümmern wir uns um das Thema Notgepäck. Und da kümmern wir uns wirklich um das Thema Notgepäck. Denn auch da gibt es ein paar Dinge, die ihr wissen solltet. Kinders, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal.